Ja, für das auch oder nicht? Sicher. Nicht, dass dein Freund mich noch... Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht strahlender Sonnenschein hier in Salzburg, 21. Februar 2021. Wir haben gerade eine wunderschöne Kinderkundgebung gehabt und einen Spaziergang mit, ich schätze, ein paar tausend Leuten. Viele, viele Eltern, viele Kinder oder einfach nur Menschen, die für die Rechte der Kinder auf die Straßen gegangen sind. Neben mir steht der Hubert, ein alter Friedens- und Freiheitskämpfer. Moment, Entschuldigung. So alt bist du auch wieder nicht. Auf jeder Demo, auf jeder Kundgebung mit dabei, mit seiner Quetschen, mit ganz, ganz guter Laune. Und heute haben sie die erstmalig rausgefischt, die Polizisten. Magst du kurz erzählen? Ich bin glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Seit März, bitte, seit März darf ich beitragen. Ja. Und heute bin ich zum ersten Mal separiert worden. Und warum? Das weiß ich nicht. Aber ich fühle mich total wichtig jetzt. Ja, okay. Ja. Nein, Sie haben zu mir gesagt, ich habe keinen Abstand. Oder kein Anstand. Was haben Sie gemeint? Da muss ich nochmal nachfragen. Und dass ich keine Maske trage. Ja? Keine Maske. Ich habe noch nie eine Maske getragen, werde nie eine tragen. Und das ist ganz, ganz klar für mich, liebe Freunde oder Freundinnen. Freundinnen? Zuerst kommen die Freundinnen. Also, liebe Freunde, ich sage euch ganz, das Ganze ist ein Kasperltheater, das weiß eher jeder von uns. Darum gängen wir auf die Straße, damit noch mehr sehen können, dass das Ganze ein Kasperltheater ist. Und eines weiß ich sicher, Natascha, in meinem Herzen, an alle Freunde. Die gehen alle in Häfen. In diesem Sinne, seid standhaft, lasst euer Herz offen, hört auf mit dem ganzen Wahnsinn. Die Kinder dürfen nicht mehr quält werden, die Alten dürfen nicht mehr quält werden, die Schwachen, niemand eigentlich. Wir wollen wieder ein schönes, menschenwürdiges Leben. Wir sind alle Menschheitsfamilie. Ich hoffe, wir sehen uns am 6. März in Wien. Genau, wichtig, sehr, sehr wichtig. 6. Wieder. März, wir sehen uns in Wien, ganz Österreich, packt euch zusammen. Genau. Wir spazieren, wir schlagen dort auf für Friede, Freiheit, für Wahrheit und für Selbstbestimmung. In diesem Sinne, schönen Sonntag, pfiat euch, liebe Grüße aus Salzburg. Baba!